Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, und zwar zu einem ramontischen Abend mit den ramontischen Patch Notes, und zwar 8.13. Man könnte sagen, es ist die Nerf-Schelle Deluxe. Es sind einige insane Nerfs dabei, einige Buffs, beziehungsweise ein Buff, über den ich mich extrem freue, aber ein Nerf, über den ich mich sehr, sehr... Ja, ne, Unfeuer. Man kann hier von Unfeuer reden. Aber bevor wir jetzt hier weiterreden, würde ich sagen, lade ich euch ein auf eine Reise. Das heißen, ja, der Ramontik. Auf geht es. Und zwar fangen wir zunächst an mit Irelia. Irelia ist ja, ich habe sie letztens in meinem Video gehabt, ein Champion, der gerade unglaublich stark ist. Auf mehreren Lanes, ja, das heißt gerade vor allem Top-Lane, aber auch in der Mitte und ab und zu auch auf der AD-Carry-Position. Gar nicht mal so verkehrt, dieser Champion. Hat ein sehr, sehr gutes 1v9-Potenzial. Und ich habe auch schon viele, viele Games gegen eine 1v9-Irelia verloren. Aber... das Ganze ist, sie macht einfach zu viel Burst-Schaden und das will Riot jetzt ein bisschen mindern. Das heißt, sie soll Schaden machen, aber nicht so schnell. Ja, das heißt, sie braucht länger, um es aufzubauen. Wie wird das Ganze durchgebracht? Ganz einfach, ihre Passive macht jetzt erstmal weniger On-Hit-Damage bei Max-Stacks, macht ebenfalls weniger Scaling, beziehungsweise das Scaling wird komplett verändert. Vorher war es 8%, 8 bis 16% Total Attack Damage und jetzt sind es immer 16%, allerdings Bonus Attack Damage. Bedeutet, ich würde im Early Game auf jeden Fall lieber 8% Total haben als 16% Bonus. Du musst, wenn du diesen gleichen Schaden machen möchtest, deutlich mehr AD kaufen. Das heißt, du kannst nicht so tanklastig gehen und trotzdem den Gegner umballern. Das ist immer eine gute Idee, finde ich auf jeden Fall. Wenn du Damage machen willst, dann musst du committen und viel Damage bauen und bist dann natürlich gleichzeitig ein Opfer. Dafür sagt man sich aber gleichzeitig, okay, sie macht grundsätzlich erstmal weniger Damage. Dafür bekommt sie allerdings mehr Attack Speed, wenn sie gemaxed stacked ist. Ja, auf Full Stacks, das heißt, ne, sie baut das auf, bis die Stacks voll sind und dann geht's los quasi, ne, so ungefähr. Weiter noch wird Defiant Dance ihre W genervt, das heißt hier gibt es weniger Damage, weniger Scaling etc. Die E hat weniger Mark Duration, das heißt die Gegner haben weniger dieses, ja das Mark halt drauf, dann kann sie halt nicht ganz so lange mit outplayen. Und auch die Ultimate Vanguard's Edge hält das Mark ebenfalls noch 5 Sekunden. Sind alles in allem viele gute Änderungen, finde ich auf jeden Fall top, denn Irelia ist definitiv zu stark. Ja, bei Kindred, man sieht sie jetzt vermehrt tatsächlich, muss man sagen. Finde ich eigentlich ganz nett, denn Kindred Guard hat man jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Sie kriegt eine neue W, beziehungsweise verliert ihre alte W, beziehungsweise W-Passive. Denn vorher war es so, dass der Wolf das Attack Speed der Monster reduziert hat, komplett useless. Und sie kriegt jetzt ihre mehr oder weniger alte W, ich glaube es ist genau wirklich ihre alte W, zurück. Dann ist es so, dass ihr Stacks aufbauen könnt, das hatte Kindred schon mal. Und wenn ihr Vollstacks habt, dann macht dieser Damage, dann beißt der Wolf quasi zu beim normalen Auto-Attack und heilt euch von 32 bis 100 HP, abhängig davon, wie viel HP ihr halt eben verloren habt. Ja, wenn ihr viel HP verloren habt, bekommt ihr auch viel HP wieder. Ist eine coole Mechanik, ist nett. Ja, viele von euch sagen ja immer, Tobi, welchen ADK soll ich spielen? ADK sind useless, soll ich Bruiser spielen? Nee, ADK sind nicht ADK sind nicht useless. Wobei Lucian ab und zu auch useless ist. Aber Lucian ist aktuell mit der beste ADK wahrscheinlich auf der Botlane. Ist, denke ich, ja, mit Miss Fortune, muss man sagen. Und der rasiert komplett, hat eine extrem starke Lane, aber auch sehr, sehr viel Push-Gewalt durch gerade seine Ultimate. Und hier sagt man sich, die Lane-Dominanz soll er behalten, ne? Das ist, was ihn ausmacht, das soll er behalten. Allerdings soll er halt nicht so hart die Lanes reinpushen können. Beziehungsweise offensiv, so als auch defensiv. Ja, wenn er mal irgendwie da so ein Inhib bedrängt wird, dann haut er da seine Ult weg und zack, ist die Minion-Wave durch. Aber ein bisschen weniger Tech-Damage gibt's, dennoch gute Änderung. Pike. Bei Pike ist im Prinzip dasselbe wie bei Irelia, so ein bisschen, ganz grob. Das heißt, man sagt sich hier, wenn du mit Pike Damage machen willst, dann musst du Damage bauen. Bedeutet, seine Scaling, seine Base-Werte werden erstmal, also die Base-AD-Werte werden erstmal reduziert. Ja, ja, verliert hier zum Beispiel 20 Damage und hier unten verliert er auch 50 Damage auf Stufe 18. Klingt erstmal fies, kriegt allerdings dafür nette, nette Scalings. Ein 1-0er Bonus AD-Scaling und hier unten auch nochmal 0,2 drauf, das heißt insgesamt 0,4. Im Endeffekt kann man sagen, wenn du wirklich dich dafür entscheidest, AD zu bauen, dann wirst du sehr, 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 sehr schnell diese alten Werte wieder einholen und sogar mehr Damage machen als vorher mit dem Pike. Das heißt, für die Leute, die gerne von euch Assassin Pike spielen, werden gebufft. Der Grund, warum dieser Buff kommt, ist, weil sehr, sehr viele Leute Pike auf Full Tank spielen. Mit Aftershock und dann noch mit, keine Ahnung, mit diesem ganzen Ban of Command ist jetzt raus, ne, aber es gibt immer noch Z-Rod und ganz, ganz viele andere Items. Er verliert außerdem noch ein bisschen an HP, kriegt dafür aber Health Growth. Okay, das ist 10 HP weniger pro Dings, ist echt hart, aber dafür kriegt er etwas mehr Armor. Ne? Und deutlich mehr Magieresistenz, muss man sagen. Das heißt, noch weniger HP, aber noch mehr Resistenz. Ja, gut.
Durch diesen Nerf muss man übrigens sagen, lohnt es sich noch weniger HP zu bauen. Ja, HP, Armor zu bauen, sorry, oder Magieresistenz. Weil, ja, das ist immer dann gut, wenn du viel HP hast und dadurch, dass er jetzt noch weniger HP hat, ein bisschen RIP. Ja, Gragas kriegt einen kleinen Buff, das heißt, er kann sein W öfters einsetzen, kriegt auch ein bisschen mehr Attack Range dazu. Ist ganz nett. Auch Jarvan kriegt einen Mini-Buff, bedeutet, ja, er macht jetzt ein Minimum-Damage durch seine Passive, die macht ja prozentualen aktuellen Life-Damage. Und wenn der Gegner wirklich, sagen wir, nur noch 20 HP hat, dann würdest du davon, keine Ahnung, 3 Damage machen oder sowas. Und jetzt würdest du dann immer noch 20 Damage machen. Na, ist ein kleiner Buff. Die Flagge hat jetzt 2 Sekunden weniger Cooldown und macht im Early Game 20 mehr Damage. Das ist auch okay, weil er die Flagge ja auch nicht max, zumindest nicht als erstes. Deswegen ebenfalls, das sind coole, kleine, dezente Buffs, würde ich sagen. Ne? Nicht, was man direkt so einen Raketenstart, da kommen wir nämlich gleich noch zum Kollegen eventuell. Ne? Bei ihm ist das ganz gemächlich. Bei Jinx auch gemächlich. Crit-AD-Carries sollen ja jetzt wieder ein bisschen gebufft werden. Sie kriegt ja 10% mehr Damage, wenn sie ihre Rocket benutzt. Das heißt, dann hat sie 110% und diese 10% konnten aber nicht critten. Ging nicht. Ja, das heißt, wenn ihr gekrittet habt, habt ihr 210% gemacht. Ja, verdoppelt von 100 auf 200 plus 10%. Jetzt wird das allerdings verdoppelt, das bedeutet, es crittet und ihr macht 220% Crit Damage. Ist cool, ist nett. Außerdem habt ihr 20% Punkte mehr AD Scaling auf der W, was super geil ist. Klar, Jinx ist kein Champ, der unglaublich viel AD stackt im Early Game, meistens 2 Seal Items, aber ne, das ist geil. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum man denen so gute Scalings gibt, weil die eh nicht so viel AD bauen. Also wie gesagt, im Early Game. Ja. Dasselbe auch bei Kalista, das heißt, auch hier gibt es mehr AD-Scalings, gerade also im Late-Game, im Early-Game bleibt das Ganze gleich. Im Late-Game habt ihr 5% mehr für die Speere, die ihr in den Gegner reinmacht, ist definitiv geil. Ja, und jetzt kommen wir, wie ihr sehen könnt, Kassadin, meine Freunde. Kassadin. Fangen wir an, Kassadin. Ich liebe Kassadin, der Skin ist geil, Cosmic Reaver, und ich liebe Kassadin. Der Skin ist extrem geil und ich liebe Kassadin, aber Kassadin ist aktuell Ultramüll. Die Games sind ultra schnell vorbei und Kassadin ist, das ist, klingt komisch, aber Late-Game-Assassine, ja? Also eigentlich sind Assassinen ja immer Early-Game, aber er ist ein Late-Game-Assassine. Er braucht 343.000 Jahre zum Scalen und die hat man einfach nicht. Und er kriegt jetzt erstmal einen Mana-Kosten auf die W, dadurch kann er das mit Tränen stacken, das ist cool. Und er kriegt seine alten AP-Skanks zurück, denn diese AP-Skanks hatte er schon mal, muss man sagen. 01, 01, 01. Gerade auf der Ultimate, die man locker 2-3 Mal benutzen kann, ist das geil. Und auch die Q und E, stopp, die W und E, kann man hier und da definitiv mal spammen. Meiner Meinung nach, ich liebe Kassadin. Ich werde ihn definitiv testen, wie gut das klappt. Ich liebe ihn nämlich, habe ich das schon erwähnt. Und ich glaube, das ist zu krass. Also okay, also wir müssen umformulieren. Ich glaube, das ist zu krass, aber weil die Meta gerade so extrem Early Game lastig ist, könnte es sein, dass es noch nicht so krass rüberkommt. Aber wenn sich das irgendwann mal ins Late Game wieder so ein bisschen ausbalanciert, dann wird es krass, glaube ich. 08er AP-Scalings, Leute, ich würde für 08er AP-Scalings, und er hat jetzt 3 davon, beziehungsweise, ne, 3 hat er nicht davon, aber im Prinzip, ne, er hat jetzt die 2 und hier, das wurde auch nochmal gebufft, so wollte ich sagen. Da würde man schon, da könnte man schon fast für töten, ne? An dieser Stelle merkt euch das. 08er AP-Scaling für töten. Na, die meisten Midlane-Champions haben irgendwas so mit 70% oder so. Ganz, ganz selten mal 80%. Und wenn es drüber ist, ist GG. Ja, Orianna wurde ja genervt. Das heißt, ihr Shield ist geschlechter geworden. Dadurch kriegt sie jetzt weniger Cooldown auf die W, was ich cool finde. Das heißt, weniger Defense, aber mehr Offensive jetzt im Nachhinein. Riven wird etwas gebufft. Bedeutet, sie kriegt mehr Health Regen. Ist super geil im Early Game definitiv. Und weniger Cooldown auf der Ultimate. 10 Sekunden ist super geil, weil ein richtig guter Riven-Spieler wird das ausnutzen können. Beziehungsweise muss man sagen, die meisten Ultimates halten eigentlich 120 Sekunden. Aber gerade auf der Top-Lane, also Cooldown, gerade auf der Top-Lane gibt es Matchups eigentlich, die haben Cooldown so von 130, 140, 150. Gerade sowas wie Ohren oder so. Der hat mit Sicherheit hier irgendwie 140. Und da kannst du dieses Zeitfenster wirklich unglaublich gut ausnutzen, wenn du ein bisschen mit Kopf spielst. Tristana, auch ein Crit-AD-Carry, der ebenfalls gebufft werden soll. Bedeutet, hier kriegen wir auch einen super immens 0,4 ungefähr grob Bonus AD-Scaling in Prozentpunkten draufgesetzt. Das ist super geil. Holy shit, ich wusste nicht, dass das so ein fettes Scaling ist. Also eine vollgestackte Bombe natürlich, aber das ist super krank. Super krank. Super krank. Naja, aber man macht hier was effektiv für AD-Carries, ne? Also, ne? Ja, AD-Carries macht man auch effektiv was gegen, und zwar Trümmer mehr. Weniger Cooldown auf der E, im Early Game bleibt gleich, im Late Game 2 Sekunden weniger. Super krass geil, ist super krass geil. Also für mich als ab und zu Trümmer mehr Spieler,
super krass geil, die 2 Sekunden. Vor allem, wenn du ein CDR-Bild spielst mit Black Cleaver, vielleicht noch, also 30-40% CDR. Da hat das Ding ungefähr, du machst einen Auto-Tag mit einem Kit, dann kannst das Ding mehr oder weniger fast sofort einsetzen. Super geil. Für alle, die Gegendrümmer spielen, natürlich nicht. Naja, aber hat natürlich euer Scale und am Anfang bleibt das gleich. Auch hier wusste ich auch nicht, dass das so harte AD-Scalings hat. Also, das wusste ich nicht. Ne, von 1,5, okay, 1,5 ging noch, auf 2,1. 0,6 Prozentpunkte, beziehungsweise 60 Prozentpunkte. Ja, ich trigger euch ein bisschen, ich weiß das schon. Da gibt es nämlich jemanden, die Tobi, das ist falsch. Nee, das ist richtig. Auf jeden Fall, holy shit, holy shit, holy shit, das ist krass. Aber ich glaube, das macht man halt deswegen, weil AD-Carries so wenig AD bauen. Auch wenn, ich meine, es ist spät, ne? Die fangen mit Seal an. Teilweise, man könnte wahrscheinlich sagen, BF-Sword into Seal. Naja, aber im schlimmsten Fall fängst du mit Seal an, hast gar keine AD. Dann fängst du an, Schwerte zu bauen und dann geht's wahrscheinlich noch ein Seal-Item. Ne? Camille, auch in meinem Video gewesen, super krass, stark OP. Wird reduziert, deutlich weniger Damage auf der E, also wirklich deutlich weniger, 55 Damage. Ist auch der Spell, den man als erstes maxt, das schmerzt auf jeden Fall. Dr. Mundo ist ein richtiger Retard, kriegt 20 Damage weniger auf seiner E, ne, im Late Game, das ist absolut okay, ne, dieser Champion ist, haben wir auch ein paar Mal im Competitive-Bereich gesehen, wie schön das ist, ne, wenn dieser Mundo Full Tank den AD Carry tötet. Schön. Bursted. Ja, Master Yi, meine Freunde, ich habe ja letztens noch ein Gameplay hochgeladen mit dem, wie ich nach Dia gekommen bin, oder warum, und da war ja auch ein Master Yi-Gameplay im Hintergrund, vielleicht hat der ein oder andere das noch im Kopf. Das ist also Master Yi ist ein sinnloser Champion. Ich muss jetzt hier mal meinen Hate rauslassen. Der Champion ist 100% sinnlos. Der Master Yi, gegen den wir gespielt haben, der hat legit nur Rechtsklick gedrückt. Und um 5 Leute in einer Sekunde gekillt. Aber da, was hier angegangen werden soll, ist diese Boosting-Strategie, gegen die ich auch gespielt habe. Beziehungsweise, was heißt Boosting? Einfach diese Combo. Und zwar mit Taric zum Beispiel oder Nunu oder was weiß ich, ne, dass der Master Yi in der Mitte ist und den Jungle gleichzeitig mit abfarmt. Und das Problem daran ist halt, der kann die Midland unglaublich schnell abfarmen, weil seine Q keinen Cooldown hat. Ja, der springt einfach durch die Gegend. Stopp, kein Cooldown nicht, sondern dass er die Minions schnell umsammelt, weil er Bonus-Damage an Minions hat. Und das wird jetzt entfernt. Ne, das finde ich sehr, sehr gut, dass dieser Bonus-Damage weg ist. Dadurch ist er deutlich länger in der Lane gebunden und kann nicht so schnell den Jungle abfarmen. Das gleiche auch für Nunu Katos, denn bei Nunu Katos ist es so, ne, kennt man ja, der macht seine W da drauf und zack, 40% mehr Scaling, AP, auf den Katos Ult. Jetzt ist es so, es ist nur noch 20%, dafür scale das Ganze mit der AP, die ihr selber habt. Bedeutet, wenn ihr jetzt, ihr kriegt pro 100 AP, die ihr habt, 5% Bonus AP da drauf. Das macht wahrscheinlich die Strategie komplett useless, weil es jetzt sau schwach ist oder deutlich schwächer ist und Nunu halt keine AP zusammenkriegt in dem Game, weil der wirklich nur hinterherläuft. Finde ich aber gut, so hat Nunu noch seine individuelle Stärke dabei gehalten. Auch der Tech-Speed ist genau dasselbe, das gilt jetzt auch. Finde ich in Ordnung. Dann haben wir Ornn. Na, kriege ich ja so ein bisschen weniger Reichweite, beziehungsweise die Breite von dem Feuer wird quasi ein bisschen verringert und auch die Länge. Ist okay. Und jetzt kommen wir zu etwas Tragischem. Ich habe ja die letzten Tage sehr, sehr viel Singed gespielt und ich liebe Singed und diese Nerfs. Ja, ich glaube, Riot hat gemerkt, dass mein Singed gerade unglaublich broken ist und deswegen nerfen sie ihn. Da könnte man sagen, ist ein Hotfix-Nerf. Ne? Würde ich auch an der Riot-Stelle machen, sonst. Der Road to Challenger wäre sonst angesagt. Auf jeden Fall 2% weniger Damage im Early Game. Das ist schon fies, muss man sagen. Im Early Game geht's noch. Aber den Spell maxst du halt als zweites erst. Das schmerzt definitiv. Und was übel krass ist, ich wusste gar nicht. Warp Tonic ist die Rune, die euch die gibt euch 5% Movement Speed, solange ihr einen Pot drin habt. Und das funktionierte mit seiner Ultimate. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja komplett insane, wie hier schon steht, gewesen. Ich meine, es ist eine Potion. Ich weiß nicht, ob es wirklich beabsichtigt war, dass man sagt Potion, weil, ja, es ist. Aber gut. Ja, außerdem noch ein bisschen weniger Resistenzen. Fies. Ja, ist definitiv fies für mich als Singed Main. Ja, dann haben wir auch noch Taric mit dabei. Taric ist ja ebenfalls diese Kombo mit Master Yi. Ich finde es gut, dass beide Komponenten genervt werden. Macht deutlich weniger Damage mit der E. Kriegt aber hier auch die Chance, wieder den Damage zurückzuerlangen, indem er mehr Scalings bekommt durch Bonus Armor. Da aber diese Boosting-Kombo, da kriegt er ganz, ganz wenig Geld nur bei rum. Und deswegen wird er hier eine Lose-Lose-Situation haben. Er verliert Damage, kriegt aber auch keine Armor, weil er kein Geld hat. Und dadurch verliert er beides. Das ist absolut in Ordnung und auch die Ultimate mehr Cooldown. Und jetzt, meine Freunde, ich liebe Wladimir. Ich hasse Wladimir, ich liebe Wladimir. Ich hasse es, gegen ihn zu spielen, ich liebe ihn zu spielen. Und aktuell sind sehr, sehr viele Wladimir-Spieler absolut todesgetriggert. Ich weiß das auf jeden Fall. Aber ich habe euch vorhin gesagt, Kassadin, AP-Scaling 0,8 würde ich für töten.
Der Boy hat mit einem Cooldown im Late Game von 3 Sekunden circa 1er APs gain, also 100%. 100! 100! Und die kriegen jetzt ein 0,8er AP-Scaling. Also, dafür würde ich töten für dieses AP-Scaling. Das kriegen die. Vorher hatten die 100. Komplett GG. Naja, Wladimir ist absolut berechtigt, auch wenn ich liebe ihn und das ist berechtigt. Naja, das ist dann, sagt schon viel aus. Gerade im Competitive wird er hier und da auch immer mal gespielt und wenn schon ESL-Spieler sagen, dass er zu stark ist, dann wird da schon wohl was dran sein. Auch Zoe wird noch etwas genervt. Ich denke, das hält sich noch in Grenzen, denn ja, die W ist jetzt nicht die stärkste Komponente von Zoe und es ist fair, dass sie genervt wird. Hab ja gesagt, dass sie sehr, sehr strong ist. Ginsus Rageblade, Alter, das wird hier zu lang, du. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, auch Ginsus Rageblade wird hier auch nochmal angegangen. Für mich als, was habe ich denn gespielt? Kayle Main, natürlich absolut kritisch. Da werden natürlich aber auch nochmal diese ganzen On-Hit-Aspekte. Nochmal, Master Yi, geil. Da applaudiere ich. Schön. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist auch nochmal Master Yi, das ist toll. 3 Nerfs auf Master Yi. Tarik und das Rageblade, aber natürlich auch Kayle. Das ist schade. Aber dadurch werden auch die ganzen On-Hit-Champions, wie gerade Kaiser und etc., die natürlich sehr, sehr stark sind, die ganzen On-Hit-AD-Carries auch, wie zum Beispiel auch noch Varus, ne, genervt. Domination-Style-Bonus gibt jetzt etwas mehr Resistenzen. Also, Resistenz gibt jetzt etwas mehr Stats. Das war nämlich so, was man gesagt hat. Die Domination-Runen sind die, die eine geile Key-Rune haben, aber schlechte Stats. Und dafür sind Sorcery die mit einer schlechten Key-Rune, aber dafür bessere Stats. Naja, und das mittlerweile sind die Runen so stark in den blauen Baum, dass man gesagt hat, komm, naja, machen wir beides gleich. Das heißt, hier kriegt er ein bisschen mehr, 2 AP mehr zum Beispiel, ist ganz nett. Hail of Blades wird nochmal angegangen, die Rune ist ja auch noch nicht so richtig angekommen, muss man sagen. Ihr müsst jetzt noch 4 Sekunden Out of Combat sein und das Ding, ihr habt 2 Sekunden mehr Zeit für den Auto-Attack dazwischen. Dann nochmal kurze Änderungen zu Unsealed Spellbook. Naja, ich raste das gerade ein bisschen durch, damit wir für das letzte Thema noch ein bisschen mehr Zeit haben. Naja, das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr so viele Summoner-Spells durchcappen, nur noch 6 anstatt 8, damit ihr das durchgestackt habt. Wobei, eigentlich ist das ein Nerf, oder? Unique Summoner Cap. Und Cooldown Reduction is on the weak since it reworked. Blablab. Okay, na nee, gut. Jetzt habe ich verstanden. Genau, ihr braucht nur noch 6 Spells durchswappen. Kriegt jetzt auch für jeden Spell dafür 20 Sekunden statt 15. Und erreicht so schneller, wie es hier oben steht, auch das Cap. So, Early Game Snowball, meine Freunde. Sehr, sehr großes Thema, da hat Riot ja gemacht, die wollen das Game schneller bringen, etc. und dadurch mehr Snowball. Allerdings wird das Ganze jetzt wieder ein bisschen angegangen, verändert. Die Death Timer werden jetzt verringert und zwar ist es so, dass ihr nämlich jetzt, wenn ihr den Gegner tötet von Level 1 bis Level 6 oder beziehungsweise ihr vielleicht sterbt, seid ihr nicht mehr 10 bis 22,5 Sekunden tot, also auf Stufe 1 10, auf Stufe 6 22, sondern 6 bis 16. Im Schnitt kann man sagen, ihr seid bis Level 6 circa 4 bis 6 Sekunden weniger tot. Und ab Level 7, 4 Sekunden. Und danach unchanged. Ich muss sagen, es wird deswegen gemacht, weil man sagt, es ist zu sehr bestrafend, wenn du in der Lane stirbst, dann verlierst du so viel XP, so viel Geld, etc. Ich finde es so fair. Ich finde es gut, denn... Also, ich fand es vorher fair. Wenn ich es wirklich schaffe, durch gutes Spielen oder was auch immer meinen Gegner zu töten, da finde ich, habe ich es verdient, ein gewisses Lead auf der Lane zu haben. Dadurch wird mein Lead belohnt. Das heißt, wer wird genervt? Im Prinzip alle aggressiven Champs, sowas wie auch Assassinen, Talon etc. Und alle Champs, die scalen, also ne, ins Late Game gehen, CC Mages, werden gebufft. Das bedeutet, auch hier wird jetzt natürlich die Meta dann wieder so ein bisschen Late Game lastiger. Ein bisschen, ne? Nach und nach. Das wird hier und da mal kommen. Ja. Dann geht's weiter und zwar mit Bounties. Auch hier, das ist genau dasselbe. Es gibt jetzt schon ab 2 Kills ein Bounty. Das heißt, wenn ihr mit 2 Kills sterbt, gibt ihr dem Gegner 150 Bonusgold. Das ist GG. Ne? Und vor allem hier jetzt ab 3 bis 6 Kills gibt ihr dem Gegner statt 325 500 Gold. Und dann ab Level 6, Level 6 plus Kills, muss das eigentlich heißen, gebt ihr dem Gegner statt 25 pro Kill 50 Gold pro Kill. Also ihr werdet locker mal Games haben, wo ihr dem Gegner 1000 Gold abgebt oder 1100. Dadurch sind AD-Carries im Late-Game, Crit-AD-Carries wieder deutlich besser und alles, was ins Late-Game scaled, bedeutet irgendwelche Magier oder was weiß ich. Und Assassinen werden übel genervt. Ja, du holst dir dein Lead, holst ihn da, machst hier Kills und dann stirbst du und gibst dem Gegner so viel Gold wieder, wie du in der Zeit mehr oder weniger eingenommen hast. Finde ich jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Wobei das mit dem Snowball wirklich gerade extrem ist. Outer-Turret-Gold-Türme geben etwas weniger Gold, statt 100 jetzt Global Gold nur noch 50. Ihr könnt jetzt mit dem Cinder Hulk Monster töten, na, das ging ja vorher nicht, beziehungsweise mit diesem Feuerstein.
Und damit sind wir durchgekommen, meine Freunde. Das Event wird starten, bedeutet God King Darius und God King Garen. Vielleicht werde ich hier noch ein spezielles Hextech-Opening machen, weiß noch nicht, habe noch keine Idee. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken dafür. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.